Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Die Sims 4 Nachhaltig Leben. Und ja, wir haben endlich ja einen Container als Haus. Wir kommen gut voran. Und hier mit unserem Nikolaus werden wir gleich mal ein bisschen Schach spielen, weil wir ja noch die Logikfähigkeit brauchen für unseren Job. Also hier mal spielen. Dann können wir auch ein bisschen mit ihm quatschen, haben gleich was für sozial, wunderbar, und lernen dabei. Ja, nicht nur quatschen, ne? Und dann haben wir nicht die Logikfähigkeit Stufe 2 erreicht und dann werden wir endlich eine Beförderung bekommen. Da habe ich aber echt lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ich das hier gar nicht ausgefüllt habe. Ja, manchmal ist das ein bisschen verwirrend, ein Let's Play aufzunehmen. Es ist wirklich ein bisschen verwirrend. So, genug gespielt. Gustavo hat uns noch erzählt, dass er aktiv ist. Ich würde sagen, wir werden unsere Käfer nochmal mit Kompost füttern. Das mögen die bestimmt gerne. Und pflegen tun wir sie auch nochmal. So. Super, dann sind wir auch schon müde. Aber bevor wir ins Bett gehen, machen wir uns... Können wir hier... Ah, okay, wir haben kein Benzin mehr, wie ich sehe. Aber wir haben ja, glaube ich, noch Benzin im Inventar. Und wir machen einfach mal da ein paar Teile dafür verbrauchen. Den anderen Benzin können wir auch noch machen. Mal ein andermal nutzen. So. Aber ich habe doch jetzt Strom. Oder muss ich den hier weiter rüberstellen? Hat der eine Reichweite? So, ja. Hallo? Guck mal. Okay, das ist jetzt komisch. Und wenn ich den hier reinstelle, wo er recht unpraktisch steht. Okay, es geht nicht. Komisch, also falls jemand weiß, warum es nicht geht, gerne Bescheid sagen. Das finde ich gerade ein bisschen seltsam. Aber gut, sie nimmt sich was anderes zu essen, das geht ja auch. Ein Erdnuss-Butter-Sandwich tut's auch zur Not. Von daher, nun ja. Und dann gehen wir auch mal direkt schlafen. Damit wir auch fit auf der Arbeit sind. Am nächsten Morgen. Das wundert mich jetzt echt ein bisschen, weil der Generator läuft ja. Wie man hört. Naja, dann halt nicht. So, es ist Winter. Richtig, richtig Winter. Und wir können unser Zelt ja jetzt verkaufen, weil wir haben ja hier ein Bett. Das heißt, da haben wir schon mal wieder mehr. Und ich würde auch sagen, wir stellen die Staffelei auch nach drin, weil die muss bei dem kalten Wetter echt nicht mehr draußen stehen. Das Klo können wir so nicht nach drin stellen, aber wir können bestimmt ein neues kaufen. Von daher machen wir hier mal die Wand weg. Und dann haben wir richtig viel Geld. Also was heißt richtig viel Geld? Für die Sims nicht viel Geld, aber ja, so gesehen schon im Vergleich sehr viel Geld. Und kaufen uns dann schnell eine Toilette. Muss auch noch gar nicht, wer weiß, wie schön aussehen. Schön bauen mache ich natürlich am Ende trotzdem noch, wenn wir dann das Geld dafür haben. Weil ich möchte natürlich auch euch dann was bauen, was ihr gerne runterladen könnt, wenn es euch gefällt. Hier nehmen wir mal ein einfaches Waschbecken. Stellen wir hier vorne hin. Und wenn wir noch Geld für eine Dusche übrig haben. Oh, wir haben sogar noch Geld für eine Dusche übrig. Können wir sogar eine bessere nehmen. Aber das ist Hygiene 5. Hygiene 5. Na, ist egal. Also nehmen wir dann die günstigere Variante. Ist ja schon ein Riesenunterschied vom Preis her. So, dann können wir hier unsere Dusche noch verkaufen. Wir können das hier verkaufen. Und ich würde sagen, das ist doch schon mal nicht schlecht. Ne, wir haben jetzt sogar noch 838 übrig. Und haben schon mal ein eingerichtetes Häuschen. So, wir müssen gleich zur Arbeit in 2 Stunden. Na, dann können Sie ruhig noch ein bisschen weiter schlafen. Wir wollen zur Arbeit gehen und frühstücken ganz schnell einen Obstsalat. Ich hoffe, den kriegt sie noch pünktlich hin, weil das dauert immer recht lange, dieses Anrichten. Ja, ich meine... Nee, das möchten wir nicht. Ich meine, man selber braucht ja keine halbe Stunde, um Obstsalat anzurühren. Das finde ich bei den Sims immer ein bisschen, ja, doof. Dass man bei solchen Gerichten immer so ewig lange braucht. Und sie dann zwischendurch noch mit dem ja, Müllsack kuschelt und alles. Das muss natürlich eigentlich nicht sein. Wenn man, besonders wenn man keine Zeit hat, weil man zur Arbeit muss. Tja, wir düsen jetzt einfach hin. Sie ist jetzt gerade erst fertig mit Kochen und kann jetzt nicht mehr duschen. Ist jetzt halt so.
So eine Schneelandschaft hat auch was, ne? Oh, wir können Schnee sammeln, na klar. Für Wasser und so, ne? Gute Idee. Die heutige Post wurde zugestellt. Ja. Rechnung, Rechnung, Rechnung. Als ob es live, also im realen Leben anders wäre. So. Und fertig. Und wir sind endlich befördert worden. Und zwar zur Bautechnikerin. Sophie wurde befördert und ist jetzt Bautechnikerin. Sie verdient jetzt 15 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 57 Simoleons pro Stunde ergibt. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Zerstäubter Nebel haben wir erhalten. Sukkulenten Ohrringe, okay. Na denn? So, jetzt wird erstmal geduscht. Warum ist sie denn traurig? Nichts herzustellen, ja, ich weiß. Wir können ja erstmal Schnee einsammeln und, Moment, wir haben ja ein bisschen Geld übrig. Ja, jetzt über einiges an Geld. Dadurch, dass wir jetzt was geschafft haben. Und dann können wir ja mal hier unsere Aktivitäten und Fähigkeiten mal gucken, ob wir da wieder ein bisschen was zum Herstellen finden. Kerzen. Also am liebsten würde ich wieder ein Recyclinggerät erstmal haben, weil sie das ja am liebsten macht. So. Sprudler können wir auch mal drüber nachdenken, aber erstmal hier das Recyclinggerät. Bin mal mutig und stell's wieder nach draußen. Bringt das schon was? Ich glaube, das bringt noch nicht so allzu viel. Wir können besser hier noch zum Kerzen herstellen, was hinstellen. Gucken, dass wir alsbald hier mal den Container ein bisschen vergrößern können. Ach, hallo. Die Abstimmung wurde beendet. Unterstützt die darstellenden Künste. Okay, wir haben gar nicht geguckt, was groß zur Abstimmung da ist. Ja, genau. Geh erstmal Schnee sammeln, bevor du ihm Hallo sagst. Alfonso, can I? Yes. Who name? Change. Baruch. Okay, Inventar recyceln wollen wir natürlich noch. Was recyceln wir denn mal? Ja. Die recycelten Müllhaufen. Das auf jeden Fall. Geoffrey Landgrab will was von uns. Was will er denn? Ich rufe an, um dich zu informieren, dass dein Ur-Ur-Urgroßvater eines Freundes deiner Cousine zweiten Grades verschieden ist und dir ein großes Vermögen hinterlassen hat. Nimmst du die Erbschaft an? Das hatten wir ja schon einmal und da hatte ich eigentlich, ja, hatte ich ja nach den Bedingungen gefragt. Und ich würde mal sagen, wir sind jetzt schon so weit gekommen. Jetzt können wir auch mal durchaus das nochmal machen und nochmal annehmen. Wir wissen ja, wie es angenommen wird. Und dadurch können wir nämlich dann hier unsere Sachen mal ein bisschen ins Trockene bringen. Würde ich mal sagen. Damit, falls es wieder gewittern sollte, wir nicht direkt wieder hier ein bisschen Malheur haben und alles kaputt ist. Also machen wir uns hier so einen Hobbyraum dran. Ich weiß, jetzt ist es kein wirklicher Container mehr. Aber man muss es ja nicht am Anfang nicht so genau nehmen. Hauptsache, wir haben erstmal vier Wände, wo wir uns drin bewegen können. Und dann ist erstmal gut. Das richtig schöne Bauen mache ich natürlich noch, wenn wir, ja, wenn wir genug am Ende an Simoleons haben, letztendlich. Und auch schon einiges gespart haben. So, das stellen wir mal hier hin. So. Dann kann es wenigstens nicht kaputt gehen. Ich würde sagen, den stellen wir auch einfach mal hier rein. Kann ja auch nicht kaputt gehen. Immer noch traurig. Oh. Aufräumen musst du erstmal, bevor du dir was zu essen machst. Kann ja keiner mehr was essen. So. Und jetzt kannst du die essen. Und dann stellen wir noch eine Kerze her, weil ich will endlich mal, dass sie bessere Kerzen herstellen kann. Okay. Sie kann Kerzen herstellen, während sie Cracker isst? Nee, kann sie natürlich nicht.
Ja gut, aber man kann natürlich das Wachs schon mal erhitzen, das ist schon richtig. So. Machst du das auch gleich wirklich oder machst du das gar nicht? Hallo? Kannst du das dann auch mal machen? Danke. Na, siehst du. Was? Na, wunderbar. Jetzt ist sie wieder glücklich. Na, siehst du. So muss das sein. Und dann fangen wir auch direkt an zu malen, weil wir wollen ja wieder weiter Geld verdienen. Ja, James, wir können uns nicht permanent um dich kümmern. Kannst auch einfach mit uns schnacken, ne? Jetzt ist hier Buggy schon wieder, ne? Das geht da unten wieder nicht weg, aber gut, wir werden es überleben. Logik und Geschicklichkeit muss weiter voranschreiten. Was ist los? Na denn. Aber wenn du weiter da im Raum stehst, okay. Er bleibt trotzdem da. Cool. Ach, hey. Na komm, jetzt mal doch mal zu Ende. Mensch, Kind. Komm in Gang. Oh, ein Meisterwerk. Ja, aber wir werden es verkaufen, weil wir brauchen das Geld. Ja, bin ich sicher. Das werden wir verkaufen. Oh, wir sind ein Stern-Promi wieder. Und sagen ihm jetzt ja auch mal wirklich... helfen, schlechte Beziehung zu Kitten. Oh, er hat eine schlechte Beziehung zu Yuki. Na, Yuki kennen wir auch nicht sonderlich gut. Von daher wäre das, glaube ich, ein bisschen daneben, wenn wir uns da einmischen. Noch ein Kompliment übers Aussehen und dann gehen wir gleich einfach mal schlafen. Weil wir müssen schlafen und er wollte eigentlich auch schon abhauen, aber naja, ne? Irgendwie ist er immer noch da. Was uns natürlich jetzt Zeit raubt. Was tut er da? Ach, aber bei ihm zu Hause darf ich das nicht, ne? Kann er denn jetzt mal gehen? Entschuldigung. Entschuldigen Sie, junger Mann. Nein. Das ist freundlich. Freundlich, freundlich, freundlich. Bitten. Ach Mann, wo ist es denn? Wo ist denn bitten zu gehen? Ja, toll. Ja. Können wir gerade nicht machen. Ist auch wieder Buggy, weil er eigentlich schon Tschüss gesagt hat wahrscheinlich. Na gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen länger warten. Ist wie es ist. Aber ich liebe ja Winterlandschaften, ne? Ich meine, hier ist es jetzt nicht so idyllisch. Da oben sieht das schon ganz anders aus. Ist schon nett, ist schon nett. Ach ja. Ich glaube, Hauptsache sie ist gleich ausgeschlafen, dass er auch... Steht einfach bei uns im Haus und ist seine Violine da ans Spiel. Irgendwann ist auch mal gut, ne? Junger Mann. Entschuldigung. Wollen Sie vielleicht auch mal gehen? Ja, dich meine ich. Ja, du musst schlafen. Dann los, husch. Guckt ein bisschen bräsig, ne? Müde halt, ja. Klar, der ist auch müde. Ja. Aber er geht einfach nicht. Naja, vielleicht geht er, wenn wir zur Arbeit gehen oder... Egal. Wenigstens hat er schon mal einen Gartensalat gemacht. Dann können wir diesmal auch richtig frühstücken und duschen. Er hat nicht nur Violine mit, er hat auch einfach Gitarre mit. Er bringt einfach sein gesamtes Inventar mit und chillt dann hier. Geh doch mal. Auf Wiedersehen, ja. Wir machen es wieder einfach. Wir gehen wieder zu den Greenbergs rüber. Und hoffen, dass er dann weg ist. Und ich wette, Nox ist wieder ein Grill. Sag ich ja. Selbst im Winter. Dem ist das egal, ob Sommer, Winter oder sonst was. Er grillt einfach immer. Nee, warte, was macht er denn diesmal? Mhm. Chili con Carne, oder? Was wird das?
Würstchen und Bohnen hat er gemacht. Ja, dann nehmen wir doch mal gleich dran teil. Sieht das denn mit Arbeiten heute aus? Müssen wir heute gar nicht. Doch, 3 Stunden bis zur Arbeit. Okay. Dann werden wir mal hier eben gerade mal mit Schnabuli. Das ist natürlich im Winter auch ein bisschen komisch mit dem Tisch hier draußen, dass man draußen ist. Huch. Aber es ist nun mal nicht aufeinander abgestimmt, so das Spiel. Ne? Also es sind ja unterschiedliche Packs und dass das jetzt alles nicht zum Winter passt, ist natürlich klar. Was macht sie da? Ansehen, okay. Ja, wir wollen wieder zur Arbeit gehen. Okay, das Ansehen bringt Spaß. Gut. Wir können aber auch wieder nicht, also, ne, sie ist jetzt, hier wieder drin, muss aber an die Tür klopfen, damit wir auch reinschauen können. Das ist irgendwie alles nicht richtig. Und jetzt ist niemand zu Hause, obwohl Nox gerade da war. Ja, gut. Muss man ja nicht verstehen. Jetzt läuft sie wieder rein. Was ist das? Und wo läuft sie jetzt hin? Zur Arbeit gehen, okay. Ja. Muss man manchmal nicht verstehen. Also ich blicke da allgemein nicht mehr durch. Also ich habe ja oft Sims gespielt. Wirklich, wirklich oft. Und so extrem buggy war es einfach noch nie. Reality TV. Eine Reality-TV-Show sucht nach neuen Ideen. Sophie soll in einer Episode zum Thema Umweltprobleme und bürgerliche Pflichten mitspielen. Soll sie ins Rampenlicht treten? Zum Fernsehen gehen? Sophie erhält Ruhm und verliert sowohl Karriereleistung als auch Simoleons. Oder ablehnen? Sophie setzt ihre Mission fort, die Umweltbedingungen durch Stadtplanung und grüne Technologie zu verbessern. Ja, ich möchte nicht zum Fernsehen. Nö, nö. Nö, nö, nö. Wollen wir gar nicht. Wir wollen uns lieber selbst darum kümmern, dass wir hier vorankommen. Ja. So, wenn du wieder da bist, dann kannst du hier direkt mal deine Rechnung bezahlen. Das sind ja nur 100 Simoleons. Nein, ich möchte immer noch keine Gruppe beitreten. So, wir sind wieder da. Gleich mal Rechnung zahlen. Zicke, zacke. Und dann spielen wir eine Runde. Obwohl wir sehr müde sind. Im Winter. Draußen. Aber immerhin friert sie anscheinend nicht. Sie wird auf jeden Fall nicht blau. So. Genug gespielt. Dann jetzt mal schlafen gehen. Das ist immer so doof, wenn die Arbeiten sind. Ne? Manchmal dann hat man so Tage hintereinander, wo die immer wieder und wieder und wieder total unausgeschlafen sind und sofort ins Bett müssen, wenn sie dann bei der Arbeit waren, wo man gar nicht so wirklich viel machen kann. Käfer ansiedeln, 5. Simoleons, hä? Fliegen? Sind die jetzt tot oder sind die nicht tot oder was machen die da? Nö, die sind doch noch. Noch mal Käfer ansiedeln. Gucken, was dann passiert. Okay, jetzt wollen wir Käfer füttern. Also irgendwas ist immer komisch. Das räumen wir mal auf und dann essen wir mal schnell Edamame. Oh, wir haben einen Schneeengel gemacht. Und wir haben Winterfest und können das gar nicht richtig feiern. Naja, werden wir dieses Mal übersehen müssen. Naja, weil wir, ich meine, klar, wir haben 3300, aber es ist ja. Ja, ich weiß es nicht. Freunde und Verwandten, ja. Geschenke öffnen. Festtagsessen. Nee. Das machen wir ein andermal. Das machen wir nächstes Jahr, also im Sim-Jahr, ne? Also das machen wir nächstes Jahr, wenn wir dann wirklich auch was haben. Vielleicht haben wir dann auch schon einen Mann und Kinder. Aber dieses Jahr sieht das alles ein bisschen, ja, mager aus halt, ne? So. Und dann stellen wir noch eine Kerze her. Immer noch keine andere machen, ne?
Sehr gut hergestellt. So, ja. Damit sind die 20 Minuten auch schon wieder rum. Und es ist nicht wirklich viel passiert, ne? Also, wir kommen zwar gut voran mit Sophie, aber ja, mal gucken. Wir haben jetzt schon 3359 Simoleons. Das heißt, wir können hier noch weiter was an der Einrichtung machen, das Haus weiter ausbauen. Und wenn wir dann ein vernünftiges Haus haben, dann können wir auch endlich mal schauen, ob wir uns vielleicht mal verlieben, einen Mann eventuell mal einladen oder was wir machen. Müssen wir einfach mal schauen, wie wir das am besten dann weitermachen. Aber wir haben auf jeden Fall hier, ja, mit den 3000 und ein paar Zerknickten einige Möglichkeiten, sie machen noch einen Schneeengel, einige Möglichkeiten weiter voranzukommen. Und im Gegensatz zum Anfang sieht das halt eben sehr gut aus. Was soll ich sagen, diese ganzen Bugs sind wirklich furchtbar. Ich weiß echt nicht mehr, ja, was ich da noch groß machen soll. Ich finde es schade, weil sonst war es halt eben nicht so. Aber wir sehen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Und ja, mit dem Schneeengel würde ich mal sagen, Dankeschön, dass ihr heute zugeschaut habt. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, mit Sophie dann auch. Hoffentlich ist der Winter bald vorbei. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr das hier guckt. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüssi!